Hi Leute und herzlich willkommen zu Anglerwelt Tackle Talk. Diese neue Rubrik auf unserem Anglerwelt YouTube-Kanal soll euch eigentlich über die kalte Jahreszeit hinweg am neuesten Standpunkt zu Produktinnovationen aus der modernen Angelwelt halten. Und in Start dazu machen wir mit einem neuen Produkt, nämlich in Stabil von der japanischen Firma Evergreen. Das Stabil aus der Fact-Serie ist eigentlich eine Kombination aus einem Jigger-Rig, was in den letzten Jahren extrem populär geworden ist, und einem klassischen Rubber-Jig. Aber warum macht das die Firma Evergreen? Ich muss sagen, vom Start weg war ich auch ein bisschen skeptisch in die Richtung, aber letztes Wochenende habe ich die Chance gehabt, das Ganze wirklich mal im Wasser auszuprobieren. Und ich muss sagen, gerade da, wo das Stabil grammaturenmäßig bewegt, muss man sagen, im Vergleich zu herkömmlichen Rubber-Jigs habe ich einfach den großen Vorteil, dass ich meinen Köder trotz dem leichten Gewicht eigentlich extrem schnell auf Tiefe kriege. Weil jeder von uns kennt die Situation, gerade beim Barschangeln, so 3 Gramm, 5 Gramm sind extrem gängig. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo ein bisschen tiefer versunken eine Wurzel habe, eine Steinwand, was schneller abbricht, beziehungsweise eine Spundwand oder auch einen Bioloten von Steg, habe ich oft das Problem, ich bringe zwar meinen Wurf perfekt zu der Struktur hin, aber durch das leichte Gewicht und natürlich dann spielen so Faktoren wie Schnurdurchmesser etc. auch noch eine Rolle, habe ich leider den Effekt, dass sich oft mein Köder zu schnell von der Struktur wegbewegt. Und da habe ich den großen Vorteil beim Stabil, eben wie gesagt in Kombination mit dem Jigger-Rig, dass der eigentlich sehr schnell auf Tiefe geht und ich so wirklich meinen Köder perfekt an die Struktur ranbringe. Aber kommen wir mal zum Stabil selber und was ihn wirklich so besonders auszeichnet. Nach vorne hin habe ich einmal eine schöne große Öse, wo ich eigentlich auch problemlos einen Snap reinbekomme. Jeder von uns kennt die Situation, gerade auf diese ganzen Mikrojigs haben so ganz kleine Ösen nur und das ist oft eine Fudlerei und dann damit Lack auch zuklebt, aber da muss man bei Stabil wirklich perfekt und easy im Gebrauch. Dann die Öse selber sitzt eigentlich auf einem Jig-Kopf mit einer sehr starken Abflachung in die Breite gezogenen Aufbau. Der den Effekt, so wie dann mein Kunstköder unten am Grund aufkommt, stabilisiert er ihm eigentlich auf die Seite weg und verhindert einfach so, dass mein Köder wegkippen kann. Das hat einfach dadurch eine natürliche Köderpräsentation und natürlich kann nachher der Raubfisch den Köder einfach viel besser aufnehmen und ich so meinen Haken noch sicherer setzen. Nach hinten haben wir dann klassisch eben diesen Silikonskirtkranz. Der hat den Effekt, einerseits macht er interessantere Vibrationen unter Wasser, was zu einer vorzeitigen Attacke bzw. Biss sorgen kann und habe einfach natürlich auch den Vorteil, gerade zum Beispiel bei Schottergruben oder Schotterteichen, habe ich einfach einen schöneren Kontrast zum Boden hin und so kann der Raubfisch meinen Köder einfach schneller wahrnehmen. Nach hinten habe ich dann eine sehr langgezogene Öse, wo sich dann eigentlich mein Offset-Haken und mein Jigger-Rig-Gewicht befindet. Da habe ich mir erst dann gedacht, schade, dass das nicht wie ein Swimming Trooper das ganze Haken eigentlich über einen Sprengring anbracht ist, dass er, wenn der Haken stumpf ist, das Ganze wirklich wechseln kann. Aber das Ganze hat auch eine Berechtigung. Und der Effekt hierbei ist einfach, erstens, dass der Haken, durch das, dass er eigentlich direkt in der Öse vom Jigkopf sitzt, wird er natürlich auch stabilisiert und verhindert so, dass er seitlich wegkippen kann. Und dadurch habe ich einfach einen besseren Hakeffekt. Und der andere Beieffekt ist halt einfach, durch diese große Öse, was ich da habe, habe ich einfach mehr Spielraum auch für den Haken und so meinen Kunstköder, dass der Raubfisch einfach auch den Köder selber besser aufnehmen kann. Nach unten hin habe ich eben dieses klassische Jigger-Rig-Gewicht, das sind diese Stabgewichte, was man eh in die Richtung kennt. Und das hat einfach den großen Vorteil, dass mein Köder erstens schnell in die Tiefe runterzieht. Und gerade wenn ich zum Beispiel auf einen Schotter- oder Steinenfisch habe, zu einem klassischen Rubber-Jig, so diese Rundkopfformen oder wie auch immer, den Effekt, dass er noch leicht nach links und rechts beim Aufschicken wegbricht und so einfach mehr Anreiz mit sich bringt. Von den Hakengrößen gibt es in Stabil in zwei Varianten. Das wäre einmal die Hakengröße 1.0 und 3.0. Ist halt je nachdem 1.0 kann ich mit Trailern sowas um die 3,5 Inch herum kombinieren und die eine Nummer größere Variante, also den 3.0er Haken, dann mit Trailern um die 4,5 Inch. Wenn wir gerade bei den Trailern sind, also ich muss sagen, in die Richtung bieten sie halt perfekt an, eben aus der Serie raus, was auch zum Beispiel ist von der Firma Evergreen, der FlopGrow. Oder genauso zum Beispiel für den größeren Haken dann ein Klassiker wie der Evergreen Kickerbug. Aber ich kann natürlich auch genauso zu anderen Fremdfirmen greifen, in die Richtung wie zum Beispiel von OSB, in der Variante, wie eben zum Beispiel am Wochenende ausbaut, zum Two-Life Beaver in der 3,5-Inch-Variante. Trailermäßig würde ich wirklich so in die Krebs- oder Screecher-Richtung raten.
am besten auch nicht zu viele Curly Tails. Ich muss sagen, bei so leichten Grammaturen habe ich das nicht so gern, weil oft durch das leichte Gewicht diese Curly Tails nicht so schön zum Spielen beginnen. Aber wie gesagt, prinzipiell trailermäßig ist eurer Fantasie in die Richtung keine Grenzen gesetzt. Vom Gewicht her, glaube ich, habe es eh schon erwähnt gehabt im Video, gibt es ihn einmal in der 3,5 Gramm Variante, einmal 5 Gramm. Die 3,5er ist mit einem 1,0er Haken versehen und die 3,0er Version mit 5 Gramm. Ich muss sagen, alles in allem für mich wieder ein sehr innovatives Produkt, was seine die gewiss kleinen Raffinessen hat, was ihn von der breiten Masse unterscheidet. Und ja, ab sofort natürlich erhältlich in unserem Geschäftslokal in Wien oder in unserem Onlineshop unter www.angewelt.net. Sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen zum Stabil selber sein, lasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video und ich werde natürlich binnen Kürze gerne antworten. Und andernfalls wünsche ich euch viel Erfolg an Wasser und bis zum nächsten Mal.